Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein paar Deko-Tipps für euer Zimmer. Da ich kein mega DIY-Experte bin, zeige ich euch Tipps, wie und wo ihr was günstig besorgen könnt. Bei meinem ersten Tipp handelt es sich um das Nagellackregal, das in meinen Videos immer im Hintergrund sitzt und wonach so viele fragen. Das habe ich bei Amazon für nicht allzu viel Geld ergattern können. Überall, wo ich sonst geschaut hatte, war das übertrieben teuer. Und wie gesagt, sowas selber bauen könnte ich auch in 20 Jahren nicht. Ich glaube, ich brauche bald ein zweites, denn ich war sehr unartig und habe in den letzten Wochen sehr viele Nagellacke bei mir einziehen lassen. Meine nächste Idee ist sogar ein kleines DIY. Ich habe nämlich auf einem normalen IKEA-Bett ein Himmelbett angebracht. Dazu habe ich mir für den oberen Part zwei verschiedenfarbige Stoffe gekauft, damit das Weiß nicht ganz so stark überwiegt. Die zwei Stangen, die ich an die Bettecken geschraubt habe, habe ich beim Baumarkt gekauft und die Stangen oben sind ganz normale Gardinenstangen. Für die Vorhänge am Anfang und am Ende des Bettes habe ich mir weiße Schlaufenschals gekauft und diese angebracht. Damit die Stangen oben nicht ganz so langweilig aussehen, habe ich sie mit Blumen, Zweigen und farbigen Seilbändern verziert. Hier wurde ich direkt im Depot-Store inspiriert. Da habe ich mir die Sachen gleich mitgenommen. An der Wand hängt noch so ein hübsches Plakat, was ich mal geschenkt bekommen habe, wo Love, also Liebe, in vielen verschiedenen Sprachen draufsteht. Und die Lichterketten erwärmen zusätzlich noch die Atmosphäre, sodass es in meinem Bett einfach super gemütlich und kuschelig ist. Und ja, Kissen habe ich. Unendlich viele davon. Und sagt Hallo zu meiner Eulenschlafmaske. Juhu, ich fühle mich wie Prinzessin auf der... Erbsen mag ich nicht. Kartoffel. Mein nächster Tipp ist für all diejenigen, die im wahrsten Sinne des Wortes einen Tapetenwechsel brauchen, aber nicht ihre ganze Tapete neu machen möchten. Dazu eignen sich vor allem Wandtattoos bzw. Wandaufkleber. Die gibt es in den verschiedensten Designs. Ihr könnt aber auch coole oder witzige Sprüche an die Wand kleben. Und falls ihr irgendwann keine Lust mehr drauf habt, dann zieht ihr den Spaß wieder ab und klebt was Neues an die Wand. Meine sind von Klebefieber, die ich mir freundlicherweise aussuchen durfte. Und ich wäre nicht Kisu, wenn ich in diesem Rahmen keine Verlosung für meine lieben Zuschauer herauskitzeln würde. Ihr könnt nämlich einen Gutschein im Wert von 50 Euro für euer Wandtattoo gewinnen. Dafür müsst ihr nur Abonnent meines Kanals sein, das Video liken und schreibt mir natürlich einen Kommentar und beantwortet mir folgende Frage: Was würdet ihr auf eure Wand kleben wollen? Das war's und alle weiteren Details dazu findet ihr in der Infobox. Dann wollte ich euch noch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr eure Lippenstifte aufbewahren könnt. Besorgt dafür einfach eine Etagere, wo ihr normalerweise Kuchen oder Obst drauflegen könnt. Und wenn ihr besonders viele Lippenstifte von einer Firma habt, sieht das besonders dekorativ aus. Bei mir in dem Falle ist es besonders Revlon und Catrice Lippenstifte habe ich auch eigentlich ziemlich viele. Dafür, dass ich nicht so viele Lippenstifte besitze. Na okay, für einige wäre es wahrscheinlich immer noch viel. Aber das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee, um Lippenstifte aufzubewahren. Oder auch Nagellacke. Was auf mich total schön und edel wirkt, sind diese Glasteller bzw. Glasplatten. Ich habe meinen Glasteller auf dem Trödelmarkt direkt vor meiner Haustür bekommen. Für damals, glaube ich, nur 5 oder 6 Euro. Und da kommt natürlich mein Lieblingsparfum rauf von Chanel, das Eau Tendre. Was ich aber auch sehr gerne mag, ist von Escada das Especially Delicate Notes. Oder was vom Flakon her natürlich top von Marc Jacobs, das Daisy. Falls ihr nicht so viele Flakons haben solltet und nur einen besonders hervorheben möchtet, dann empfehle ich euch sowas hier. Ich glaube, das ist so eine kleine Kuchenplatte. Habe ich auch auf dem Trödelmarkt für 5 oder 6 Euro bekommen. Und da stelle ich jetzt einfach mal das Daisy von Marc Jacobs rauf, weil das vom Flakon her einfach so schön anzuschauen ist. Und falls ihr einen besonderen Lieblingsduft habt, bekommt ihr jetzt einen Ehrenplatz. Hier oben kommt ihr zu meinem USA Fashion Haul und darunter kommt ihr zum Beauty Haul. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Viel, viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.